Du musst eigentlich nur gucken, was will das System, und das Gegenteil tun, dann machst du ganz das Richtige, dann wirst du ein Heiliger. Den Rudolf Steiner kennenlernte, also sein Werk, dass er zahlreiche Hinweise gibt, dass das Denken der heutigen Menschen, also vor 100 Jahren, als er gelebt hat, nicht dem entspricht, was eigentlich sein sollte. Der Mainstream denkt ja so, das Gehirn erzeugt Gedanken. Und das sind halt die, die wir haben. So, das geht uns so durch den Kopf. Und das stimmt schon mal nicht. Das Gehirn erzeugt keine Gedanken. Das Gehirn zeichnet Gedanken auf. Wir haben ein veraltetes griechisch-römisches Denken und können deshalb von jedem, ja, schlimmen Absichten hintergangen werden und haben nicht den wirklichen Durchblick durch das, was geschieht. Die Menschen merken eben, ja, man macht mit uns, wir haben keinen Durchblick. Und dieses andere Denken kam dann aber doch sehr nahe den Beschreibungen, die Rudolf Steiner gab, für das Denken, das sein sollte. Herzlich willkommen zu einem neuen Seelendate-Interview. Heute begrüßen wir eine wundervolle Seele bei uns. Er ist Initiator und Dozent der Schule für Neues Denken nach Rudolf Steiner. Er ist Autor von zahlreichen Büchern und ist der Experte für die Lehren von Rudolf Steiner im deutschsprachigen Raum. Begrüßt mit mir von Herzen den wundervollen Hans Bonwall. Grüß dich, Ralf. Vielen lieben Freue mich, Dank. dass wir Danke. es machen können, ja. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich unheimlich. Bin so richtig schön aufgeregt, weil ich so viele Fragen an dich habe. So, du Lieber, wo wollen wir starten? Wie gesagt, ich habe schon ganz, ganz viele Fragen. Du bist Initiator und Dozent an der Schule für Neues Denken nach Rudolf Steiner. Warum brauchen wir eine Schule für Neues Denken? Ja, vielleicht stelle ich mich kurz vor, Sehr dass gerne. ich dann da die Erklärung drin habe. Also, mein Name ist Hans Bonwall. Ich bin 75 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder und wohne in der Lüneburger Heide, Norddeutschland, Niedersachsen und habe, wie du schon gesagt hast, vor 30 Jahren die Schule für Neues Denken nach Rudolf Steiner gegründet, weil ich feststellen musste, nachdem ich im zarten Alter von 50 den Rudolf Steiner kennenlernte, also sein Werk, dass er zahlreiche Hinweise gibt, dass das Denken der heutigen Menschen, also vor 100 Jahren, als er gelebt hat, nicht dem entspricht, was eigentlich sein sollte. Wir haben ein veraltetes griechisch-römisches Denken und können deshalb von jedem, ja, schlimmen Absichten hintergangen werden und haben nicht den wirklichen Durchblick durch das, was geschieht, wie das eigentlich sein sollte. Und das hat man mir früher erstmal nur staunend abgenommen und nicht so recht geglaubt. Und inzwischen hat sich das geändert. Die Menschen merken eben, ja, man macht mit uns, wir haben keinen Durchblick. Und das hat mich damals schon so stark interessiert, weil ich schon immer ein etwas anderes Denken hatte als die Mitmenschen. Und dieses andere Denken kam dann aber doch sehr nahe den Beschreibungen, die Rudolf Steiner gab, für das Denken, das sein sollte. Und das war natürlich für mich eine sehr erhellende Sache, dass ich plötzlich begriff, ach so, ich denke wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen hundertprozentig so, wie Rudolf Steiner das übersinnlich geschaut hat, aber doch in die Richtung gehend. Und deswegen weiche ich so ab von den anderen. Und das war schon mal sehr gut.
Und dann studierte ich den Steiner immer weiter und hat unheimlich viel über das Denken geforscht und mitgeteilt. Und diese Mitteilungen waren so anders als das, was die Welt über das Denken denkt, dass ich den Auftrag innerlich erhielt, das, was du jetzt verstanden hast, das musst du den anderen Menschen mitteilen. Also ich hatte einen wirklich inneren Auftrag, der nicht von mir kam, wo ich dann sagen musste, ja gut, wollte ich zwar nie, aber mache ich. Ja? Absolut, Und absolut. so ist es zustande gekommen. Ja, gut, wir sind ja beim Seelendate. Hier geht es ja auch sehr, sehr häufig um Berufung. Also von dem her, das ist ja der innere Ruf der Seele. Ja. Deswegen ist es ja wundervoll. Und es sind ja auch immer die schönsten Interviews und die schönsten Gespräche, wenn man Menschen hat, die ja wirklich einfach ihre Berufung oder ihren Ruf leben. Nimm uns doch mal mit. Wie funktioniert Denken nach Rudolf Steiner? Na, dann werden wir 12 Stunden brauchen. Aber ich kann einiges andeuten. Also der Mainstream denkt ja so, das Gehirn erzeugt Gedanken. Und das sind halt die, die wir haben. So, das geht uns so durch den Kopf. Und das stimmt schon mal nicht. Das Gehirn erzeugt keine Gedanken. Das Gehirn zeichnet Gedanken auf, aber Gedanken sind in der Welt. Die Welt ist voller Gedanken und wir können sie ergreifen, aber wir produzieren sie nicht. Das ist der große Unterschied. Und von daher ist die Naturwissenschaft heute noch überhaupt nicht da angelangt, wo das Denken eigentlich zu verorten wäre. Und von daher, ja, findet man einfach keine Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gelangen, weil das, was dann rauskommt, was Rudolf Steiner erforscht hat, nicht gewollt wird. Nicht? Das muss man ganz klar sagen. Der Rudolf Steiner war ja der große Eingeweihte des 20. Jahrhunderts. Er war nicht einer, der bloß irgendwie übersinnlich schauen kann, das können ja mehrere. Aber er war von höheren Wesen eingeweiht, eine sehr hohe Kulturaufgabe zu übernehmen, nämlich Mitteleuropa und dann anschließend die gesamte Welt eigentlich neu zu spiritualisieren. Also eine neue mitteleuropäische Spiritualität in die Menschheit zu bringen, die alle alten Kulte, alle alten Religionen ablöst. Denn die Kulte, die jetzt praktiziert werden, außer der Anthroposophie, die ja auch in dem Sinne gar nicht so sehr praktiziert wird, das sind ja nur ein paar wenige Menschen, die sich damit befassen. Die Spiritualität, die jetzt überall grassiert, kann man sagen, ist ja traditionell, ist ja alt, ist ja überliefert aus alten, alten Zeiten und deshalb eben nicht mit der kosmischen Entwicklung mitgegangen. Und jetzt etwas zu haben, was das Alte ersetzt, das war die Aufgabe des Christus, was jetzt nicht mit der Kirche verwechselt werden darf. Der Christus der Kirche, das ist nicht der, den wir meinen, den Rudolf Steiner meint, sondern der Christus, der wirklich da war, der in dem Jesus gelebt hat als Geist, der bei der Taufe eingezogen ist in den Jesus, das ist der Schöpfergott selbst und der eine gewaltige Veränderung an der gesamten Menschheit, also an allen Seelen aller Menschen vorgenommen hat. Und die Kirche hat dies aufgegriffen, aber sie hat ihre eigenen Pläne damit gehabt und hat nicht wirklich berichtet, was geschehen ist. Und ich will ja jetzt keine Schuld zuweisen oder irgend sowas. Jedenfalls ist es jetzt erst durch Rudolf Steiner erforscht worden. Denn er hatte die Möglichkeit, drei höhere Bewusstseinsarten anzuwenden.
Er konnte, weißt du, wir haben das Gegenstandsbewusstsein, das heißt, wir nehmen etwas wahr mit den Augen, Ohren oder wie auch immer, und dann denken wir, was wir wahrnehmen. Und zusammen ergibt es Erkenntnis. Du musst immer erst nochmal extra denken, was du wahrnimmst, sonst weißt du nicht, was du wahrnimmst. Die Naturwissenschaft denkt aber, man nimmt schon über die Augen auf, was man sieht. Das Auge kann sehen, aber nicht erkennen. Das Ohr kann hören, aber nicht verstehen. Man muss also immer denken, um Verständnis zu erzeugen. Und da siehst du schon, dass sich jetzt das Denken als etwas ganz Besonderes darstellt, das nämlich immer zum Wahrnehmen hinzukommen muss, damit man weiß, was man wahrnimmt. Das Denken ist also ein Prozess, der in eine neue Verfassung gekommen ist, auch durch den Eingriff des Christus. Und Rudolf Steiner hat eben eine Geisteswissenschaft gegründet, weil er drei höhere Bewusstseinsstufen anwenden konnte. Er konnte alles erforschen, was hinter der Materie zu finden ist. Die erste Stufe, wenn du also nicht im normalen Bewusstsein bist, also nicht wahrnimmst und denkst, sondern wenn du jetzt eine Stufe höher gehst, dann kommst du in die Imagination. Das bedeutet, du siehst jetzt nicht mehr mit dem Auge den Gegenstand, sondern du siehst ein Symbol innerlich, nicht mit den Augen, sondern innerlich. Du hast innere Bilder, innere Symbolbilder. Dadurch teilt sich schon eine ganz neue, ja, sagen wir, Information mit, wenn du die Symbol erkennst, diese innere Symbolsprache. Das sind auch die Symbole, die die Freimaurer benutzen und so weiter. Das ist die kosmische Schrift. Das ist also eine weitere Erkenntnisart. Wenn man dann noch weiter befähigt ist und über diese Fähigkeit hinausgehen kann, dann kommt man in die Inspiration. Und dann hast du wieder denselben Gegenstand vor dir, den du mit dem Auge gesehen hast, meinetwegen, den du in der Imagination als Symbol gesehen hast. Und jetzt plötzlich hörst du ihn. Du hörst den Gegenstand, das Objekt, das Wesen. Jede Erscheinung in der Welt hat einen ganz charakteristischen Klang, der immer in dieser Sphäre auftritt, in dieser Imaginationssphäre. Und daran kann man diesen Gegenstand erkennen, und gleiche Gegenstände haben gleiche Klänge. Also es ist eine Klangwelt, die dir noch mal ganz anderes mitzuteilen vermag als jetzt das Symbolbild oder als das äußere Bild. Dann kann man diese Fähigkeit steigern. Plötzlich ist es nicht bloß ein Klang, plötzlich wird es ein Gesang. Also eine Art Oper über diesen Gegenstand. Und wenn man das noch weiter steigern kann, dann wird es zum inneren Wort. Das ist wieder ein Terminus, der bekannt ist. Das innere Wort, das Objekt, erzählt dir sein Geheimnis. Das heißt, ja, das ist was ganz Wunderbares. Und das ist also schon sehr hoch über dem normalen Bewusstsein. Und dann kommt die höchste Stufe des übersinnlichen Bewusstseins, und das ist die Intuition, nicht zu verwechseln mit dem, was man gewöhnlich unter Intuition versteht, das Bauchgefühl oder irgend sowas, sondern das ist das Bewusstsein der Intuition. Und dieses bedeutet, dass du vorübergehend das Objekt bist. Du bist das Objekt vorübergehend, und dann kann es keine Fragen mehr geben gegenüber dem Objekt. Du weißt alles, du bist es selber gewesen. Und mit diesen drei höheren Stufen der Imagination, Inspiration und Intuition hat Rudolf Steiner das gesamte Universum erforscht. Er kann sich dabei überall hin bewegen im Universum. Da braucht er also keine Mondraketen, um da irgendwo hinzufliegen mit einer Blechdose, sondern er kann überall sein mit seinem Bewusstsein.
Und all diese Fähigkeiten sind in uns alle gelegt worden durch die Tat des Christus. Also das ist das Christentum, nicht das, was man sonst so darunter versteht. Der Jesus, das war auch ein wichtiger Träger sozusagen für diese Wesenheit, aber das ist ganz etwas anderes. Wir sind also befähigt, all das zu können, was Rudolf Steiner sozusagen als Prototyp uns vorgemacht hat. Und er hat uns eine Wissenschaft gegeben, die uns helfen soll, dies zu entwickeln, selber so zu werden, nicht morgen, aber übermorgen. Und die Anthroposophie ist also eine geistige Wissenschaft, die das Geistige und Seelische im Universum erforscht hat und auf der Erde im Menschen. Anthroposophie kann man ja übersetzen mit Weisheit vom Menschen. Und das werden wir nachher noch ein bisschen näher angucken. Und Weisheit vom Menschen bedeutet, den Menschen zu begreifen, ganz und gar zu durchschauen. Und dazu gehört dann auch das Denken. Und jetzt hat Rudolf Steiner Folgendes hinterlassen. Er hat gesagt, ja, wenn dies, was der Christus in alle Menschenseelen gelegt hat, wenn das fruchtbar gemacht werden soll, dann braucht man eine Wissenschaft, das ist die geistige Wissenschaft oder Anthroposophie, aber um sie zu verstehen, braucht es ein anderes Denken. Und das ist dieses Denken, was ich versuche in der Schule für Neues Denken nach Rudolf Steiner seit 30 Jahren zu vermitteln. Absolut, wundervoll. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du uns da schon mal mitgenommen hast. Ich bin ja selbst ausgebildeter Akasha-Chronik-Leser und für mich ist es immer faszinierend, wenn es so unglaublich schlaue Menschen im positivsten Sinne wie dich gibt, der das auch noch so wundervoll erklären kann, was man ja quasi im Gefühl über die Akasha, über das morphogenetische Feld ja quasi Informationen bekommt. Rudolf Steiner, wenn man den jetzt natürlich nimmt, und das erklärt natürlich ja auch einiges, er konnte es ja zu der Zeit, als er gelebt hat, ja viele Dinge gar nicht wissen. Deswegen macht es ja absolut Sinn, was du sagst. Er hatte ja diesen Anschluss an quasi dieses morphogenetische Feld, an dieses Lexikon oder die Bibliothek des Lebens, ja, oder des Universums sogar, wo er ja uns Dinge quasi einfach übermittelt hat, die ja derzeit so weit voraus waren. Die Lehren von Rudolf Steiner, und es gibt ja zum Beispiel sehr, sehr viel, zum Beispiel die Rudolf Steiner Schulen, die ja in Deutschland oder in der Schweiz sehr bekannt sind. Wird es in deinen Augen dieses tatsächliche Wissen von Rudolf Steiner gelebt oder ist es wieder so eine Art, naja, das, was halt die Realität beziehungsweise die Menschheit im Moment so verträgt? Ja, ich würde sagen, es sind immer Menschen darunter, die das gut aufnehmen können, die eben auch in der Regel ein anderes Denken haben, die damit viel anfangen können. Die Waldorfschulen sind ja nicht dazu da, die Anthroposophie zu lernen, sondern sie sind nur nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen gebaut, um die Menschen in die richtige Richtung zu bekommen. Und du kannst dir vorstellen, wie die staatlichen Einrichtungen das gar nicht gut finden. Sie möchten Absolut. ja die Menschen anders haben, weißt du? Und von daher, ja, also Waldorfschulen, schön und gut, aber das Ideal ist nicht erreicht, ne? Ja, es gibt aber doch überall sehr gute Anthroposophen. Allerdings ist die anthroposophische Gesellschaft eben eine Institution. Und jetzt wäre derjenige furchtbar naiv, der denken würde, na, da wird dann also genau das gemacht, was Rudolf Steiner machen würde, wenn er noch da wäre, sondern seine Gegner haben selbstverständlich alle wichtigen Posten besetzt in dieser Institution und arbeiten voll dagegen. Also da darf man nicht zu viel erwarten. Hat aber nichts zu tun mit einzelnen Anthroposophen, die teilweise sehr gut und auch entwickelt sind und auch teilweise schon übersinnlich wahrnehmen und so weiter. So, auch auf diese Weise wahrnehmen. Denn Ja. das ist das Besondere. Steiner hat klargemacht, die alten Wege zum Geistigen,
Die gingen über Empfindung, Gefühl, über die Sexualitätskräfte und so weiter. Die neue Spiritualität muss über das Denken entwickelt werden. Das heißt, das Denken muss gesteigert werden zur Imagination, dann zur Inspiration und dann zur Intuition. Das ist der Weg. So würde ich das beschreiben. Findest du, dass die aktuelle Spiritualität, und wir haben ja auch eine sehr, ja, möchten wir sie mal sagen, so New Ja, Age-Spiritualität-Bewegung, ja. ich bin ja hier jetzt auf Bali, also hier jetzt in Ubud, gibt es natürlich eine sehr, sehr große Kommune und es sind sehr, sehr viele alternative Menschen, die unterwegs sind. Ist es in deinen Augen die tatsächliche Spiritualität, wie sie damals Steiner eigentlich lehrte, Glaube oder? ich nicht. Gut. Entschuldigung, ja, sprich zu Ende. Nein, nein, das war schon die Frage. Ja, Glaubst du ja. es? Ja, ich kenne die natürlich nicht alle und möchte da auch mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Aber es ist eben doch ernst zu nehmen, was er sagte. Es muss, alle alten Kulte müssen enden mit dem Christusereignis. Das hat ein bisschen Zeit, 2000 Jahre ungefähr, aber dann muss es sein. Und das Jahr 1900 ist ganz entscheidend. Mit dem Jahr 1900 endet das Kali Yuga, beginnt das lichte Zeitalter und da muss die neue Spiritualität kommen und nicht die alte. Du kannst natürlich mit dem Yoga oder was immer du benutzt, was erreichen, ganz klar. Nur den Fortschritt nicht unbedingt. Und deutlich ist auch gesagt worden, dass die alten Kulte mehr und mehr dämonisch besetzt werden, weil eben das Dinge sind, die zersetzt werden sollen, die nicht mehr angewendet werden sollen. Und jetzt, wenn du dich ein bisschen im britischen Logentum auskennst, da haben sie ja diverse alte Kulte aus Persien, aus Ägypten, aus Indien und so weiter ganz naturgetreu auf, also nachvollzogen und wenden die an. Aber du siehst, was rausgekommen ist. Wenn du das angloamerikanische Wesen nimmst, Welteroberung, Machtausübung und so, das sind nicht die, das ist nicht die Spiritualität, die die Zukunft braucht. Das ist die alte Spiritualität, die jetzt ins Destruktive gegangen ist, Machtausübung und so weiter. Insofern würde ich vor den alten Kulten warnen, im Sinne Rudolf Steiners, aber mir nicht anmaßen, die Kulte zu kennen und da jetzt zu sagen, ja, mach das nicht oder irgend sowas, das ist nicht. Ich will nur auf Steiner hinweisen, den ich sehr ernst nehme, und sagen, der hat gesagt, die alten Kulte müssen enden. Das heißt nicht, dass das Wissen, das aus den alten Kulten entstanden ist und dass die einzelnen Übungen alle schlecht sind, so ist das nicht, sondern die sind ja ganz berechtigt. Das sind ja Dinge, die früher das Heiligste an sich waren für das jeweilige Volk oder für die Region, wo das galt. Aber das Datum Jahr 33, nicht Christi Tod, das ist das Datum, wo die alten Kulte enden sollen, einen Übergang haben und 1900 ist, wo das Neue beginnen muss. Das ist, was ich von Steiner weiß und worauf ich hinweise, aber will mir jetzt kein Urteil über andere anmaßen. Ja, richtig. Es passt aber natürlich ja in unsere aktuelle Zeit. Also es gibt ja viele Überlieferungen und das deckt sich ja auch das mit Rudolf Steiner, dass das Alte enden muss. Sieht es ja im Moment ja gerade nicht so danach aus. Also es gibt zwar vieles, was wegbricht und aufbricht, aber wenn man natürlich ja das politische System oder die ganzen
ja, Geldsysteme oder andere Dinge timmt und vielleicht auch gerade das Thema, was wir vorher hatten mit der New Age Spiritualität. Ja, es nutzt ja meistens immer nur einem oder dann vielleicht im egoistischen Sinne, aber es ist ja Ja. eigentlich nicht das. Es ist ja nicht das, was Steiner meinte. Nein, dazu muss man natürlich allerlei heranziehen, um das wirklich plausibel zu machen. Wir wollten ja natürlich vorwiegend über das Denken reden, aber da spielen natürlich die anderen Dinge hinein. Warum muss es ein neues Denken geben? Ja, weil, und dann müssten schon wieder solche Dinge kommen, wie wir sie jetzt besprochen haben. Es ist eine neue Spiritualität. Und die braucht ein neues Denken. Das würde ja so manchen auch die Frage ins Bewusstsein stellen, ja, warum muss denn das Alte enden und so weiter? Also das Neue braucht ein neues Denken und ein neues Denken wäre ja eigentlich wissenschaftlich auch zu erforschen, aber die Naturwissenschaft lehnt eben alles Geistige ab. Das heißt, Geist gibt es nicht. Und wenn du als Naturwissenschaft sagst, ja, wir kümmern uns um alles, was zählbar, wägbar, messbar ist, also was irgendwie, sagen wir, physisch nachgewiesen werden kann, alles andere geht uns nichts an, dann ist es in Ordnung. Wenn man aber sagt, wir machen Naturwissenschaft und Geist gibt es nicht, dann ist die Welt verschlossen sozusagen. Denn das ist eigentlich eine Krankheit. Denn jeder Gedanke, also auch wenn ein Naturwissenschaftler, die sind ja vorsichtig, die sagen das nicht, aber wenn er sagen würde, Geist gibt es nicht, dann müsste er schon eigentlich Kopfschmerzen kriegen, weil dieser Gedanke ja schon Geist ist. Also ein Gedanke ist ja nicht irgendeine Substanz. Man geht davon aus, dass das irgendwelche, ja, was soll denn das sein? Also ja, so wie beim Computer sagen die Leute nicht, bloß der Computer kann auch nicht denken. Aber die Leute denken, der Computer kann denken, weil sie selber nicht wissen, was Denken ist. Aber ein Gedanke, es gibt keinen Geist, das ist Geist. Und du kannst nirgendwo jetzt im Gehirn so kleine Begreifenskügelchen finden oder so kleine Verständniskügelchen oder irgend sowas. So, weißt du, so eine Info, so irgendwie. Die gibt es nicht, das ist eben Geist. Und da müsste man den Geist anerkennen. Und genauso ist das mit den Gefühlen und Empfindungen. Wenn du ein Gefühl hast, kannst du nicht sagen, ja, das ist Materie, das ist Seele. Seele ist das Empfundene, Gefühlte und Geist ist das Gedachte. Aber die Naturwissenschaftler merken das irgendwie nicht und das muss irgendwie ein Impfschaden oder irgend sowas sein. Ich verstehe das nicht. Aber gut, ich fühle mich jetzt nicht hier. Jedenfalls, das neue Denken ist also die Fähigkeit, Geist zu erfassen. Auch das alte Denken. Geist zu erfassen durch den Menschen, der in der Welt waltet. So, was macht jetzt Geist in der Welt? Was ist denn Geist? Geist ist Idee. Jedes Ding, jede kleinste Erscheinung in der Welt ist die Folge des Vorhandenseins einer tätigen Idee. Eine Idee ist ein tätiges Wesen, ist ein Schöpfungswesen, ist durch die Schöpfung in die Welt gebracht und kann sich in niedrigeren Welten verwirklichen. Also für alle Erscheinungen, ich habe jetzt hier gerade so eine Zimmerpflanze, nehmen wir mal, weil es bekannter ist, den Gummibaum. Ein Gummibaum hat eine Idee, die Gummibaumidee, der Gummibaumgeist. Ja, das ist eine Schöpfungsidee.
Und diese Idee ist fähig, Gummibäume zu produzieren im Physischen. Andere Ideen können sich nur im Seelischen verwirklichen oder nur im Ätherischen, also im Vitalischen, als Pflanze zum Beispiel. Also ein Gummibaum ist eine Idee fürs Pflanzliche, nicht? Und das Pflanzliche ist also etwas, das nicht das Mineralische ist und was nicht das Tierische ist und was nicht das Menschliche ist und doch ein Lebewesen ist. Also da steht ein Wesen dahinter, das den ganzen Tag tätig ist und alle Gummibäume erzeugt, die in der Welt zu finden sind. Und wenn du jetzt einem Gummibaum gegenüberstehst und sagst, was ist denn das? Dann machst du dich denkend auf den Weg zu diesem Geist, der alle Gummibäume erzeugt. Das heißt, die Schöpfungsidee Gummibaum suchst du als wahrnehmender Mensch und sagst, ach so, ich erkenne, das ist ein Gummibaum. Dann hast du an einem Zipfel diese Idee erwischt. Du hast gesagt, ah ja, ich habe jetzt eine Zuordnung. Ich bin also kurz mit dieser Gummibaum-Idee, mit dem Geist des Gummibaums in Verbindung gewesen. Das heißt nicht, dass in jedem Gummibaum ein extra Geist sitzt, aber der Gummibaumgeist, die Gummibaum-Idee hat sozusagen lauter Finger ausgestreckt in alle Gummibäume hinein und bewirkt dort das Leben, das Wachsen und das Sein dieser Wesen. So, jetzt haben wir das Denken zugeordnet. Das Denken ergreift den Geist, die Idee, das Ideenwesen und kann damit die Erscheinung der Sinne erklären. Und dann ist Erkenntnis gegeben. Also du stehst vor diesem Objekt und sagst, was ist denn das? Und dann kommt dir der Gedanke, den dein Geist gesucht hat. Dein Geist geht dorthin in diesen Gummibaum und findet, wer dort wirkt, wer dort tätig ist. Das ist also schon ziemlich gewagt erklärt jetzt in dieser Kürze, aber vielleicht kann man das nachvollziehen. Ja, dass Denken also eine spirituelle Tätigkeit ist, die Schöpfungsgeister aller Dinge aufsucht, mit ihnen in Verbindung steht. Und da muss man dann natürlich noch wieder tausend Einzelheiten erläutern, wenn man das genauer wissen will, ne? Aber das ist jetzt erstmal so, ich glaube, ja, das könnte man so stehen lassen. Ja, wundervoll. Also ganz, ganz toll. Auch ein super gewähltes, sehr bildliches Beispiel. Mega, mega passend. Dein Buch, Bedeutung des neuen Denkens. Warum braucht die Spiritualität dieses Denken? Naja, weil das Denken das Organ ist, das das Spirituelle in der Welt aufsucht. Spiritus, Geist, die Schöpfungsidee, das ist das Spirituelle. Und die Geister, die dabei helfen, dieses wunderbare Universum aufzurichten. Und da muss man dann jetzt schon wieder so einen Einschub machen, der auch etwas gewagt ist. Aber das geht nicht anders bei dieser Kürze der Darstellung. Der Mensch und seine Abspaltungen. Es ist nämlich nicht so, dass die Minerale zuerst da waren und dann daraus Pflanzen geworden sind und dann daraus Tiere und dann daraus Menschen, sondern genau umgekehrt. Es war von Anfang an Mensch und auf einer ersten Stufe haben sich vom Menschen die Minerale abgespalten. Auf einer zweiten Stufe haben sich die Pflanzen abgespalten
Auf einer dritten Entwicklungsstufe des Vormenschen sozusagen haben sich die Tiere abgespalten und wir selber sind jetzt als Menschen auf der Erde. Und wenn die Erdenentwicklung zu Ende ist, werden sich wieder welche abgespalten haben, die dann nicht auf den nächst höheren Rang über dem Menschen kommen, sondern die auch zurückbleiben. Da ist also eine weitere Abspaltung. Der Mensch wird, wenn die Erde zu Ende geht und die Entwicklung gelungen ist, auf die Engelstufe kommen. Danach auf die Erzengelstufe, dann auf die Archaistufe und so weiter, die 9 Stufen bis oben. Und jedes Mal wird irgendwer zurückbleiben. Und diese zurückgebliebenen Wesen, die sind auch sehr interessant. Da müsste man dann nochmal gesondert drüber sprechen. Aber das ist also sozusagen erstmal die Voraussetzung, dass man versteht, wie das jetzt gekommen ist. Also die Entwicklung der Menschen ist also eine sehr besondere, weil der Mensch mit seinen Abspaltungen das einzige Wesen im Universum ist, das in der Materie lebt. Es gibt keine anderen materiellen Wesen und diese ganzen Träumereien von irgendwelchen Aliens und so weiter, das sind verzerrte, ja, also sagen wir materialistisch interpretiertes Erleben von Geistwesen. Denn Geistwesen sind überall. Also wenn du den Menschen übersinnlich anschauen könntest, um alle Wesen zu sehen, die mit ihm verknüpft sind, dann würdest du jetzt hier auf dem Stuhl sitzen, sehen eine Mannschaft und nicht mich. Ja, die ganzen Wesen, die in mir drin sind, die Elementarwesen, die luziferischen Wesen, die ahrimanischen Wesen, mein Engel und all das, was wir so haben. Du würdest hier eine Mannschaft sitzen sehen. Ja, und das muss man eben auch erstmal verstanden haben. All die anderen Wesen sind rein, sagen wir, astralisch, ätherisch, geistig und übergeistig, aber nicht materiell. Das Materielle ist nur für den Menschen vorgesehen. Und das hat seine Bedeutung, denn der eigentliche Weltauftrag, den der Christus hatte, also der Christus ist der Vater, Sohn, Heiliger Geist, der Sohn. Das ist der Christus. Der hat den Auftrag, den Menschen als einziges Wesen unterhalb der Trinität mit einem, also zu einem freien Wollen sich ausbilden zu lassen. Ein freier Wille soll entstehen. Und das ist die Besonderheit des Menschen auf der Erde. Und da siehst du schon, also Geisteswissenschaft ist unbedingt notwendig, auch nur um das Denken zu erklären. Und das ist alles so miteinander verflochten, dass man eigentlich gar nicht das Thema Denken so raus, operieren kann, weil dann fehlen überall die Erklärungen für die Dinge. Dann wird das nicht plausibel, denn du musst ja schon, um zu sagen, was das Denken ist, auch den Geist erklären. Und du musst auch die Entwicklung erklären und so weiter, nicht? Also wir kommen da nicht drum herum, all diese anderen Dinge zu nennen. Also die materielle Entwicklung, die der Mensch macht, bedeutet, dass er anders als jetzt zum Beispiel die Engel. Die Engel schauen, wenn sie ein Gegenüber haben, direkt auf das, was dieses Wesen ist. Sie sehen das ganz direkt vor sich. Und der Mensch ist immer wieder vor der Frage, was ist das denn? Also ihm ist das, was den Gedankeninhalt ausmacht, verborgen. Einem Rudolf Steiner nicht mehr und einem Engel auch nicht. Das ist das große Phänomen, dass wir mit unserem Denken immer erst suchen müssen, während die höheren Wesen direkt sehen, was es ist. Und das liegt daran,
dass man verstehen muss, was ist denn eigentlich drin in einem Gedanken? Woraus besteht eine Idee? Woraus besteht Geist? Was ist ein Gedanke im Innern? Und wenn wir jetzt mal so einen schönen Gedanken so richtig schön auspacken, das Geschenkpapier abnehmen und mal reingucken, was drin ist, dann finden wir Sinn. Gedanken sind Sinnträger. Ideen sind Sinnorganismen. Eine Idee hat einen ganz bestimmten Sinn zum Inhalt. Und jetzt ist die Frage, was ist Sinn? Und das ist zum Beispiel die Technik der Schule für Neues Denken, dass ich den Leuten nach und nach all diese Fragen stelle. Ich sage ihnen nicht einfach, was Sinn ist, sondern ich frage sie, was meinst du, ist Sinn? Und dann fangen sie an zu überlegen, dann schreiben sie ein paar Sätze dazu auf und dann sprechen wir hinterher drüber. Und auf diese Weise wird der Einzelne in die Tiefe gebracht, der Begriffe, und merkt dann, hey, ich sage immer, das ist ja sinnlos, aber ich weiß gar nicht, was das ist. Richtig. Ja, ne? Und da kriegt das Denken die Tiefe, die es eigentlich braucht. Ja, super. Und ja. Hans, ich bevor wir jetzt in das Thema Sinn und dann quasi auch wieder, wie du sagtest, wir können nicht nur über das Denken sprechen, es muss ja auch, sagen wir mal, der Zusammenhang da sein. Du sagtest vorher, wer jetzt zum Beispiel diese übersinnliche Fähigkeit hat, sieht ja jetzt nicht nur dich, sondern ja einfach diese ganzen Wesen da sitzen. Du sprachst ja auch an luziferische oder, sagen wir, Arimanische, ja, oder satanische Wesen. teuflische oder eben dunkle Gestalten, also das Gegenteil von Licht. Wir hatten es ja am Anfang so das Thema mit den Kulten und auch den Lehren daraus, also die Lehren daraus. Also da ist ja auch vieles auch übermittelt. Viele Dinge, und da würde ich gerne jetzt nochmal kurz einsteigen und dich nochmal genauer fragen, wie du es wahrnimmst und ob es da auch zum Beispiel Aussagen von Rudolf Steiner gibt. Es wird ja schon viel unternommen, dass die Menschen, sagen wir mal ganz vorsichtig, aus ihrem Seelensinn herausgehalten werden, aus ihrer Seelenbewusstsein herausgehalten werden, damit sie sich diese Fragen nicht stellen. Und dass ja in ihrem Wesen nicht unbedingt immer das lichtvollste Wesen vorne steht, sondern vielleicht auch eher ein dunkleres. Wie würdest du das so sehen? Na, das, da muss man jetzt wieder ein großes Fass aufmachen. Okay. Ich würde gern eben noch den Sinn erklären, Dann bevor machen wir wir den dazu Sinn weiter. übergehen. Gut. Weißt du, denn wir haben gesagt, ja, woraus bestehen Gedanken, woraus besteht Geist? Und ich habe gesagt Sinn. Und jetzt muss man noch verstehen, was Sinn ist. Und Sinn ist der Weltzusammenhang, wie das Einzelne mit allem anderen zusammengehört. Also, wie gehört der Gummibaum zum Rest der Welt? Wie ist er verbunden mit dem Rest? Man könnte es auch absurd beschreiben und sagen, was ist der Gummibaum alles nicht? Da musst du den Rest der Welt aufzählen. Dauert ein bisschen länger. Nicht? Also der Gummibaum hat eine Beziehung zur Welt. Nicht? Wir würden sich schon gleich einordnen in die Pflanzen. Und Pflanzen würden wir wissen, aha, das sind also Wesen, die keine Seele haben.